Ja, hallo, ich begrüße euch recht herzlich. Heute seht ihr ein Resümee, ein Jahr im Rat und zur Bundestagswahl würde ich auch gern ein, zwei Sachen sagen. Ja, ein Jahr als Linker im Rat. Was ist passiert? Erstmal können wir feststellen, dass die anderen Parteien, CDU, SPD, Grüne und FDP, ihre gemachten Wahlversprechen zum großen Teil schon gebrochen haben. Ja, sie sprachen von bezahlbarem Wohnraum. Für Ahrendorf und was haben sie gemacht? Was machen sie? Weisen ein Baugebiet aus mit Grundstücksgrößen 1800 Quadratmeter für Millionäre, für Hamburger Millionäre. Ja. Die Grundsteuer wollten sie nicht erhöhen, die Grundsteuer haben sie aber erhöht. Sie wollten Schuldenabbau machen, der Haushalt ist weiter aufgebläht und der Entwurf für den nächsten Haushalt sieht auch wieder eine höhere Neuverschuldung vor. Den Personalschlüssel im Kindergarten wollten sie, in den Kindertagesstätten wollten sie verbessern, haben sie auch nicht gemacht, nichts ist passiert. Im Gegenteil, sie wollen nicht mal den zukünftigen stellvertretenden Leitungen den angemessenen Lohn zahlen. Was ist noch passiert in dem einen Jahr? Sie wollen noch mehr Verkehr durch den Ort jagen. Sie planen gemeinsam mit dem Investor am Castanet-Ressort ein Veranstaltungszentrum. Mehr Belastung auf den Ahrendorfer Straßen, 400 bis 500 Autos pro Tag. Was ist dann auffällig gewesen? Es geht sehr häufig gar nicht um den Inhalt der Anträge. Es geht immer darum, oder sehr häufig darum, wer stellt eigentlich den Antrag. Und wenn ein linker Antrag kommt, dann ist es automatisch, nee, 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 das wollen wir nicht. Das ist teilweise so krank. Da stellt man einen Antrag zum Verkehrsentwicklungsplan. Der ist gut, dem kann man im Prinzip nur zustimmen. Und was macht die SPD? 2 Tage später stellt sie einen eigenen Antrag nach dem Motto, wir haben uns damit ja auch beschäftigt und naja, nun war Linke war halt ein bisschen schneller. Ne? Also, wenn das Ergebnis stimmt, habe ich da ja nichts gegen. Und dann ist es so, dass es alles im Rat und in der Verwaltung sehr langsam läuft. Ja? Mal vergisst die Verwaltung einzuladen, dann ist die Tagesordnung der Verwaltung nicht richtig, man kann es nicht beraten. Das ist einfach unbefriedigend. Ne? Und ebenso unbefriedigend ist, wie lange Anträge unbearbeitet bleiben. Ne? Ende Juni habe ich einen Antrag gestellt, dass in den Kindertagesstätten wenigstens ein Bioessen angeboten wird. Das ist immer noch nicht beraten. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch beraten wird. Das ist schlecht. Denkt an die stellvertretenden Leitungen in den Kindergärten. 4 Monate liegt das schon und es ist immer noch keine Entscheidung gefallen. Ja, dann noch mal kurz mich gefragt worden, was macht dir das eigentlich Spaß? Ja, die Arbeit im Rat macht mir Spaß, auch wenn ich da alleine bin. Ich würde mir halt nur wünschen, dass man sich mehr mit den Inhalten der Anträge beschäftigt und nicht so sehr mit dem Antragsteller. Ist nicht so. Hast du was erreicht, ist eine weitere Frage. Ja, ich denke, die Türkei-Resolution, die angenommen worden ist, ist eine wichtige Resolution. Und dass der Verkehrsentwicklungsplan nun nach 7 Jahren endlich fortgeschrieben wird, das ist auch mein Antrag gewesen und dem haben die anderen auch zugestimmt. Mal sehen, was von unseren Vorstellungen das Planungsbüro umsetzt. In den nächsten Monaten wird es da ein Ergebnis geben. Dann bin ich ganz oft gefragt worden, warum drehst du denn diese Filme? Ganz einfach, ich habe nur eine einzige Sache im Wahlkampf versprochen, dass ich die Leute und die Bürger informieren werde. Wenn ich hier immer nur Zeitungsartikel schreiben würde, die dann eh nicht veröffentlicht werden, ist das mit der Information schwierig. So eine Zeitung wie die Lupe kostet immer sehr viel Geld, wird es wiedergeben, bin schon in der Planung, aber diese Filme erreichen eben wahnsinnig viele Menschen. Da möchte ich mich auch mal bei all denen bedanken, die das dann immer liken und die das dann auch weitergeben. Einer der letzten Filme hatte, glaube ich, 1700 Zuschauer. Das ist Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Ja, jetzt zur Bundestagswahl. Die CDU wird die Wahl gewinnen, ob ich es möchte oder nicht. Und die anderen Parteien, SPD, Grüne und FDP, werden sich bei Mutti anbiedern, damit sie in eine Koalition kommen. Das ist mies. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die SPD hat in meinen Augen einen taktischen Fehler begangen. Sie hätte auf Rot-Rot-Grün setzen sollen. Hätte vielleicht auch nicht gewonnen, aber es wäre eine Perspektive da gewesen. Für mich gibt es da nur die Linke mit der Zweitstimme. Und unser Direktkandidat Michel Pauli, der ist es durchaus wert, dass man ihm die Erststimme gibt. So, was möchte ich als Ergebnis in Adendorf haben? Mehr, 3,9 hatten wir bei der Kommunalwahl. Wenn wir 5% der Stimmen kriegen, ist es gut. Wenn wir 7 bekommen oder an 7 ran, ist es super toll. Aber das habe ich nicht in der Hand, das habt ihr in der Hand. Eine Woche bis zur Bundestagswahl. Ich wünsche euch eine schöne Woche und geht wählen. Danke und tschüss.